Ja, willkommen. Am Donnerstag fand der erste Tag des Unterrichts vom EA-Kurs statt und beim Betreten des Gebäudes gilt die allgemeine Maskenpflicht und so gestaltete sich der Unterricht doch anders, weil eine außergewöhnliche Situation, die es so zuvor noch nie gegeben hatte. Nun, der Kurs war sehr interessant, sehr viele Teilnehmer. Ich gehörte zu denjenigen, der Älteste, aufgrund ja, meines fortgeschrittenen Alters und abgeschlossene Berufslehre. Die anderen, die diesen Kurs besuchen, die befinden sich in der Ausbildung im zweiten Ausbildungsjahr. Das, was das Optimale darstellt. Andererseits wird dieser EA-Kurs zum ersten Mal überhaupt angeboten und somit konnten zuvor ja die Möglichkeit gar noch nicht bestehen, so ein Angebot wahrzunehmen. Jedenfalls, es gab eine interessante Einführung in diese Thematik, auch aufgrund der wirtschaftliche Situation wird das Ganze über eine Online-Plattform ablaufen, welche von und durch Microsoft zugänglich gemacht wird. Und es ging darum, zunächst einmal diese kennenzulernen, diese Benutzerführung. Und es ist schon fast ein Informatikteil gewesen, einfach wie das Ganze funktioniert mit den Apps, das ist auch in der Tat auf dem Tablet wie auch auf dem Smartphone entsprechende Funktionsfähigkeiten ja, mit sich bringen. Jedenfalls war es sehr interessant, das so auf diese Art und Weise zu erfahren. Die Kommunikation wird größtenteils darüber ablaufen, wie auch entsprechende Lösungen zu den Aufgaben, die ich da erhalten habe. Also hier, das ist ein Arbeitsbuch zu Thema Mathematik, Themenbereich Algebra und alle diese Lösungen, die hier dann zu machen sind, können dann hier ja, einfach so, das sind diese Übungen dazu und die sind dann dort abrufbar. Es gab dann nebst diesen Materialien auch noch die Möglichkeit, sich über das Weiterführende zu informieren. Und danach fand der Unterricht statt. Eine interessante Thematik war, dass die Lehrer alle studiert sind und einige, die haben mehrere Klassen, die sie unterrichten in diesen entsprechenden Fächern. Jeder Unterrichtsthema, also hier die Mathematik, verfügt über eine eigene Sprache und hier ist das mal so aufgeführt. Und es geht jetzt darum, ich habe jeweils das erste Kapitel komplett schon mal durchgelesen. Das ist hier entsprechend das Vorwort, welches dazu gehört, wie auch das Arbeiten mit dem Buch, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es ist, so eine Thematik ja, vor dem Kursbeginn selbstständig zu erlesen, das Verständnis dazu bekommen und dann am Kurstag selbst diese wiederum, was unklar ist, und einfach fortlaufend weiterzugehen. Es gibt auch noch ein weiteres zum Thema Mathematik, etwas anspruchsvolleres mit Geometrie und Trigonometrie. Da geht es vor allem um Flächeninhalte, speziell Dreiecke, die werden da auf eine interessante Art berechnet. Es ging weiter mit dem Französischunterricht, das ist das passende Buch dazu. Und in der Tat geht es hierbei um den französischen Unterricht für BM-Vorkurs, der hier thematisiert wird. Und auch diesen habe ich hier bereits durchgelesen. Hier gibt es da entsprechend eine Einführung.
mit entsprechenden alle Lösungen, Audios, Übungen, all online zu finden. Und das ist das erste Thema, das wir hier in Kapitel 1 nun behandeln werden. Und das ist ein sehr interessantes Buch dazu. Und das dritte Unterrichtsfach, das wir hatten, war Deutsch. Hier gibt es ein entsprechendes Buch dazu. Also es geht um die grammatikalischen Aspekte, sowie auch hier das Inhaltszeichen mit den entsprechenden Wortarten, die thematisiert werden. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, dann das Ganze auch online zu lernen. Es geht über Vokabular. Früher hatten wir einfach Karteikarten erstellt, die wurden von den Lehrern bereits übernommen. Sie haben diese aus diesen Büchern, die wir da haben, bereits erstellt aus diesen und lassen sich da unter der Plattform von Quizlet dann entsprechend abrufen. Und die Aufgabe besteht Woche für Woche jeweils darin, diese Vokabeln auf die nächste Unterrichtsstunde zu erlernen. Das wird ganz online auch vom Lehrer, respektive der Lehrerin, dann gesehen und Sie können dann entsprechend dann auch das nachvollziehen, dass das gemacht wird. Also einfach korrekt verstehen, dann natürlich auch das Schreiben wie auch das Lesen wird alles geprüft und dann natürlich auch im Zusammenhang mit den Texten, die sich innerhalb von diesem Buch befinden, das ist die Absicht darin. Wie gesagt, das ist bereits online, die haben das als Hilfestellung bereits erstellt, so dass sie dank der digitalen Plattform die Möglichkeit haben, dass die Schüler oder die Schülerin das nicht mühselig, obwohl es besser wäre, es selbst einzutippen, dass sie das ja bereits vorgegeben bekommen, um einfach eine leichteren Einstieg in diese Thematik zu erhalten. Das ist einfach so die aktuelle Situation. Das wird angeboten. Es ist ja ein Kurs, der für diejenigen, die das Ganze berufsbegleitend machen, sozusagen freiwillig, vorausgesetzt der Lehrplatz, wo die Ausbildung durchgeführt wird, erlaubt es, einen halben Tag zur Schule zu gehen und die anderen, wie es auch bei mir ist, haben ja dafür dann auch Zeitopfer, die auch das finanziell aufgebracht. Und so geht es nun weiter mit dem, dass ich das online oder auf dem Smartphone so nutze. Es braucht vor allem Fokus und auch entsprechend Disziplin. Ich habe auch das T-Shirt angezogen vom Militär, da ich das bereits gemacht habe und so nun kann, das so nutzen kann. Nächste Woche geht es weiter mit dem nächsten Update.